Die Berufsmeisterschaft war eine Vorausscheidung für SwissSkills und hat natürlich eine grosse Bedeutung für den Anlass am 16. November, der bei uns hier zu BZ Bild zu Florville stattfindet. Ich habe das als einen wunderbaren Tag oder einen wunderbaren Anlass empfunden. Unsere Lernenden haben sich der Herausforderung heute gestellt und haben die auch super gemeistert. Und wir sind mega stolz auf unsere Lernenden. Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich jetzt hier den ersten Platz gewonnen habe. Ich habe mich auf die Berufsmeisterschaft nicht direkt vorbereitet. Ich habe es eigentlich während 3 Jahren gemacht. Indem ich den Lehrbetrieb immer gewechselt habe, habe ich auch immer verschiedene Sachen gesehen und habe in jedem Lehrbetrieb viel lernen. Ich mache eigentlich jede Arbeit gerne in unserem Betrieb. Ich finde vor allem die Vielfalt und die Abwechslung sehr schön in unserem Beruf. Ich habe den 2. Platz an den Region Skills heute gewonnen. Damit habe ich nicht gerechnet. Es ist mega unerwartet für mich. Ja, aber es ist ein ganz schönes Gefühl. Ich bin glücklich damit. Ich bin ziemlich maximalistisch und ich komme ursprünglich aus Russland, wohne erst seit etwa 3 Jahren in der Schweiz und lerne jetzt auch unter dem Deutsch in der Schule und ich habe in Russland Lebensmitteltechnologie studiert und wollte hier in der Schweiz auch ein bisschen in der Branche bleiben und ich mache es gerne. Was ich jetzt den 3. Rang in RegioSkills gemacht habe, ja, ist ein sehr gutes Gefühl. Ich hätte jetzt nicht so gedacht, dass ich so weit vorne komme. Aber ich denke, in Posten bin ich mit einem guten Gefühl verloren, dass es eigentlich nicht so schlecht war. Aber eben auch sehr viele Mitschüler, die stark sind. Darum bin ich positiv überrascht, dass ich so weit vorne geschafft habe. Wir haben den Posten Joghurt betreut. Sie haben eine Aufgabe bekommen, die Lernenden, und mussten dann ausrechnen, wie das Mischungsverhältnis für das Joghurt zusammengesetzt ist und dann in der Folge auch gerade das müssen anrühren, also abwägen die Zutaten sehr genau, aufs Gramm genau und dann mischen und präzise müssen abfüllen. Und mit dem haben wir natürlich einen Einblick bekommen, wie jemand arbeitet, wie sorgfältig jemand arbeitet. Jetzt gerade beim Posten Kommunikation habe ich das Gefühl, ist die Bandbreite dieser Kandidaten sehr breit. Wir haben ganz sehr gute Kandidaten dabei gehabt. Und wir haben einfach auch derjenigen dabei gehabt, wo man gemerkt hat, dass das Schwätzen oder das Kommunizieren so noch ein bisschen geübt werden muss. Ich denke, für das war sicher ein guter Posten gewesen, auch im Hinblick auf nachher aufs QV. Also ich denke, es war heute ein super Tag gewesen. Super Zusammenarbeit im OK. Da möchte ich auch allen ganz herzlich danken. Es hat super geklappt, auch natürlich sehr wichtig, dass wir immer so gute Experten haben, die sich hier auch einen Tag lang Zeit nehmen, um an diesem Anlass mitzuwirken. Und ich möchte einfach in dem Sinne allen Beteiligten ganz herzlich danken, die hier mitgewirkt haben. Ich habe jetzt wirklich sehr einen grossen Einblick bekommen, wie das in diesen verschiedenen Schulen abläuft. Teilweise ist es ähnlich, teilweise ist es ganz anders. Was mir aber aufgefallen ist, dass wirklich alle Experten sehr, sehr motiviert sind, sehr daran interessiert sind, dass die jungen Leute ausgebildet werden. Und ich habe ganz viele sehr motivierte Kandidaten gesehen, auch nervöse Kandidaten zum Teil, selbstverständlich ist das so. Aber ich denke mir, unter dem Strich ist überall alles zusammen sehr gut abgelaufen und ist sehr gut organisiert gewesen. Gratulation an alle Beteiligten. Ich möchte vor allem den Kandidaten auf den Weg geben, dass mit den Erfolgen, die sie jetzt heute können feiern können, dass sie denen sollen anknüpfen sollen. Wenn sie gesehen haben, dass auch vielleicht nicht überall ganz so optimal gelaufen ist. Aber daran kann man arbeiten. Und wenn man daran arbeitet, dann kommt man auch weiter und kann sich selber wie auch beruflich weiterentwickeln.